Moin moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge hier im Niemandsland, wollte ich gerade schon wieder sagen, aber im LS22 bei meiner Bergfarm. Ich habe fix den Waldra noch hier hochfahren lassen mit dem schönen Striegel, den werden wir jetzt direkt mal ausprobieren. Und ich weiß gar nicht, na gut, ich habe Pflegereifen drauf, aber wird das trotzdem zerfahren? Nee. Erste Mal striegeln im LS22. Und passiert hier was? Ja. Aber es ist nicht alles weg. Es ist da noch Unkraut da. Unkraut 50%. Ist das so krass gewachsen, dass ich das mit den Striegeln nicht wegbekomme? Was sich alles geändert hat. Also Unkraut ist auf jeden Fall weggegangen, aber nicht komplett. Entweder muss ich hier mehrmals striegeln. Oder man braucht wirklich, um alles wegzubekommen, Pflanzenschutz. Naja. Werde ich wohl herausfinden müssen dürfen. Gut. Das haben wir. Das wird angesät. Was ist das für ein Ton? Lohnzahlung. Ah ja. Was ich gucken wollte, ganz wichtig. Angebot. 100 PS. 16.000 ist natürlich ein krasser Preis, ne? Domi King, Ausrufezeichen YouTube. Ja, da kannst du gerne mal vorbeischauen. Und willkommen im Stream erstmal. 16.000 für einen Traktor mit 100 PS ist natürlich, würde ich mal sagen, unschlagbar. Bloß die Frage, 100 PS? Reicht mir das? Für die ganzen kleinen Arbeiten dürfte es eigentlich reichen, aber hier kann man jetzt auch keinen Frontlader dran bauen. Aber 16.000 kann ich eigentlich nicht viel falsch machen. Schlag zu, ja. Was kann man hier so machen? Breitreifen. Das ist schon krass, durch die Auswahl kann ich mir jetzt mal nicht entscheiden, was ich nehmen soll. Nehmen wir mal Mitas-Reifen. So, ohne Kennzeichen. Feuer frei. Brauchen wir die Breitreifen? Eigentlich nicht, oder? Nehmen wir erstmal ohne. Gekauft das Ding. Seht ihr, was ich sehe? Klar, kommt der Striegel halt, ne? Manu, 11.000. Was kriege ich für den noch? 34.000. Verkaufe ich gleich wieder. Hier, Striegel. So, Gabelstapler. Ne, brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch noch nicht. Frontlader. Ne, klar, das haben wir nicht. Gabelstapler ist natürlich cool, aber mal Schafe machen würden oder irgendwelche Gewächshäuser hätten. Wäre natürlich stark. So, ich glaube, das brauche ich. Die Kombination brauche ich, glaube ich, nicht probieren, oder? Na, probieren können wir es mal. Hier kann ich nicht mein Gewicht vorne dran machen. Wieder diesen Mercedes-Stern hier vorne drauf, lustig. Glaubt er das? Müssen wir dann erstmal reparieren. So. Du fahr auch mal bitte zum Hof. Irgendwie dahin. Hier.
Sonnenbrille. Helfer. Lässig. So, kann ich den Striegel dann gleich wieder verkaufen. Und jetzt suche ich mir bauen. Ich möchte eine Werkstatt haben. Und jetzt die Frage der Fragen, wo setze ich die hin? Ich muss ja auch ein bisschen überlegen, wo, wie, was. Hallen. Lass mal gucken, was hier überhaupt eine Werkstatt ist. Schüttguthalle, kleine Halle, Unterstand. Das sind, glaube ich, nur Hallen. Tools. Ja, Werkstatt. Die ist natürlich relativ groß. Wie sieht die aus? Gut, die hat da zwei Tore. Wenn ich die natürlich mit nutzen kann, wäre das recht cool. Vielleicht irgendwie hier hin. Noch ein bisschen Abstand. Und auch noch durchfahren kann. Kann ich hier auch höher? Wäre natürlich gut, wenn ich vorher ein bisschen Planie mache. Was haben wir hier? Heben, senken, Bodenanpassung. Dass ich von hier das erstmal hier rüberziehe. Bisschen größer. Probieren wir mal, was passiert. Ja, das sieht doch gut aus. Dass es hier erstmal eine Ebene wird. Geht ganz schön Geld weg. Dass es erstmal grob eine Ebene wird. So, Gebäude, Tools, Werkstatt. Das ist noch nicht so richtig hier. Wird die Ecke kriege ich dann noch weg. Oh, irgendwie, dass man hier noch durchfahren kann. 45.000. Zack. So, der ist noch unterwegs. Der hat noch zu tun. Ich mache jetzt anscheinend doch erstmal komplett Weizen hin. Und der macht hier anscheinend weiter. Ob das jetzt was bringt, ist eine andere Geschichte. Weil eigentlich ist hier ja nichts. So, der Striegel würde noch bringen 34.000. Kann ich den auch wieder über die Werkstatt verkaufen und der bringt mehr? Müssen wir mal schauen, vielleicht wächst hier ja, wo ich jetzt schon lang gefahren bin, oder den Helfer lang fahren lassen habe, dann weniger Unkraut. Da ist noch eine Kante, die muss dann später weg. Ich muss dann alles dann abrunden und Gras pflanzen, das ist auch richtig teuer, habe ich irgendwie festgestellt. So, 34.000. 37.000. Reparieren, konfigurieren. Ne, geht nicht. Muss ich zurückbringen. Zurückbringen lassen. Gut. Helfer, auf geht's. Ziel setzen. Hier, Shop. Mal gucken, ob der hier runterfährt. Jetzt hat er rüber. Okay. Das hat gerade so nochmal geklappt. Der fährt dann halt hier durch den Wald. Okay. Interessant. Ach, mir ist gerade eingefallen, dass künftig ja noch Patches kommen, welche die Performance ja auch verbessern. Das könnte gut sein.
überlege trotzdem, ob ich umsteige auf Full HD. Ich glaube, auch bei YouTube schaut sich das die wenigstens in WQHD an, die wenigsten. Weil ich glaube, es geht nur über Google Chrome. Jetzt auf meinem MacBook zum Beispiel, im Safari, wird WQHD gar nicht angeboten. Das hat sich Google irgendwie ein bisschen so gesichert, würde ich mal sagen. So, ich brauche hier mal irgendwie eine Hallenordnung. Ich glaube, da wird es am Anfang einfach noch keine geben. Das Zeug einfach irgendwo abstellen. Und gut ist. Ach so, reparieren wollte ich. Nein, kmh rückwärts. Sound ohne Ende. Bin ich aber gespannt, was hier jetzt an Reparaturkosten dazukommen. Immerhin vollgetankt haben sie. 1500. Das geht ja. Und nochmal 500. Erfolg freigeschaltet. Das wird schon. Es war. Ist langsam gelesen. Gut, das Lied war wieder schön. Mit G kann ich jetzt ja durchschalten und halt gucken, wie die Reparaturzustände sind. Ist halt ein bisschen langsamer der Traktor beim Beschleunigen, aber macht nichts. So, der ist auch fertig. Vorübergehend. Dann machen wir jetzt Gerste. Auf das untere Feld noch drauf. So ein Traktor ist natürlich ein Träumchen. Wenn da mal einer am Angebot ist, muss ich wahrscheinlich auch zuschlagen. So, jetzt September. Können wir auch noch ein bisschen hochspulen. Vorspulen, meinte ich. Die Zeit hochdrehen. Ist vom Handy abgelenkt. Haben wir hier erstmal noch Gerste drauf. Schauen wir nochmal im Kalender. Das sieht gut aus, ansonsten ist noch nicht viel. Was ich jetzt gern machen würde, zum einen anscheinend muss ich den hier retten. Und zwar das Gras, was überall rundherum schon wächst. Gut, könnten den Counter. Helfer fährt sich fest, Counter 1 erstellen. Das wäre witzig. Okay. Ich möchte noch hier oben. Ich habe ja so ein bisschen Wiese hier rundrum. Wie viel gehört mir hier? Unten das alles. Das könnte man noch mähen und schon mal, weiß nicht, Heuballen pressen. Dass man dann auch mal Tiere versorgen kann. Ich weiß natürlich vorher schlau zu wissen, was für Tiere würde ich denn überhaupt gern haben? Kühe, Pferde. Kann man das I anklicken? Pferde wird noch nicht gehen mit den Automaten. Ich habe mich überhaupt nicht erkundigt über Tiere. Das ist ein bisschen schwierig vielleicht. Schweine, Schafe, gut, da braucht man nicht so viel machen. Da braucht man Gras und Heu. Oder Gras oder Heu und Wasser bestimmt noch. Hier braucht man halt Getreide, Bienen. Das wäre noch ganz gut. Weil die den Bonus bringen auf den Ertrag. Könnte hier irgendwo ein Bienen. Stock hinsetzen. Und so eine Station muss da, glaube ich, dazu. Sonstiges. Also Pferde weiß ich nicht. Kann sein, dass die muss man selber ausreiten. Dann werden natürlich aufgeschmissen. Das mache ich nämlich sehr ungerne.
Wahrscheinlich könnte man einfach mit Schafen anfangen. Jetzt haben wir hier 15 Schafe. Ah, hier brauchen sie noch Wasser. Bei dem Schafstall nicht. Wieso brauchen sie hier kein Wasser? Unten ist noch ein schöner Platz. Wir sind größer. 65 Schafe, 25 Schafe, 15. Ja, Schafe ist eigentlich, wäre halt entspannt, ne? Schafe beim Farmhaus. Hinterm Farmhaus. An der Farm, das hier gehört mir noch nicht. Ja, das hier wäre aber eigentlich ein cooler Platz. Muss aber hinten sich reinkommen. Hier wird befüllt. 25 Schafe würde auch erstmal reichen. Geld haben wir noch ein bisschen. Was ich gerne ja vorher mache, was glaube ich auch ganz wichtig ist, vorher mal speichern. Wenn ich ihm das irgendwie blöd platziere, dann ist es halt, ja, blöd, ne? Was für eine Logik schon wieder aus mir heraussprießt. So, den Striegel verkaufen wir jetzt erstmal wieder. Walter möchte ich nicht verkaufen. Das neu lackieren, reparieren. Mal schauen, der bringt noch fast 400, wenn ich es repariere. 424. Ja, ist ungefähr plus minus 0, ob nur repariert oder nicht. Zumindest bei solchen kleinen Reparaturen. Verkaufen. Ja. So, da haben wir schon wieder ein bisschen Geld. Denn ich muss natürlich, ich spreche teilweise ein bisschen schnell vielleicht. Muss ja auch schauen, dass ich dann mir noch ein bisschen Mähtechnik zulege. 2,4 Meter. 4 Meter, 4,4, 3,1. Und 80 PS. Das ist aber, da wird die Mitte nicht gemäht, oder? Doch. Ist das eine mit Breitenablage? Oder wird das auch gleich? Ja, das ist eine ganz normale Breitenablage. Das ist natürlich cool. Aber kostet auch eine Menge Geld. So, müssen wir mal vergleichen. Hier haben wir 3,1 Meter und 3,1. Das ist teurer. Hier haben wir aber. Das hat eine Schwartablage. Das ist schon mal genial. Natürlich auch wesentlich teurer. 8,3, 10 Meter ist auch einiges breiter. 160 PS ist halt auch ein bisschen viel. Ich könnte halt das nehmen und dann später aufrüsten und dazu erstmal noch einen Ladewagen. 60 PS, 23 Kubik, 16 Kubik. 26 Kubik. Hier einiges. 50, fast 50. Der ist, glaube ich, ganz cool. Aber natürlich auch ein stolzer Preis. Knackt hier. Das ruckelt bei mir auch. Das ist nicht ganz so. Es ruckelt bei euch noch mehr. Ich sehe es gerade, ja. Ja, schwierig. Habe ich nicht ganz gedüngt. Ist natürlich eine ordentliche Investition.
Ich krieg dann halt Wolle. Und die bringt 2000. Hätte ja, immerhin schon mal Tiere. Müsste natürlich überlegen. Gut, ich hole jetzt mir. Ja, irgendwas muss ich ja machen. Ich könnte es natürlich auch erstmal zu Heuballen pressen. Ja, wenn ich mir die Geräte anschaue, dann ruckelt es halt leider. Brauche ich dann auch noch einen Wender? 8 Meter, 9 Meter, 17 Meter. Wenn ich Heu machen will, dass ich es über den Winter lagern kann. Naja, ein bisschen was müssen wir halt mal investieren. Das ist ohne Breitenanlage, richtig? Ja. Das auch. Nehmen wir nur das Teil. Dazu ein Ladewagen gleich ein bisschen größeren, weil wir dann ja auch Stroh aufsammeln werden irgendwann. Natürlich könnte ich auch Ballen pressen. Was ist hier? Ladewagen kostet der große 70.000. Ballenpresse. Für 70.000 kriegen wir auch schon eine schöne Ballenpresse. Und Ballen. Quaderballen kostet halt gleich mal 100.000. Ne, 150.000. Das sind die kleinen. Werde man halt mal ausprobieren. Das sind also die Mini-Ballen. Dann müsste ich vielleicht mal noch schauen, ob es auch ein Ballenlager gibt. Bauen. So. Jetzt könnte man ja auch einfach in eine Halle rein stapeln. Aber ich sehe gerade, das muss man wohl in der nächsten Folge entscheiden. Ich werde mich erstmal wieder bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder mit rein und bis dahin lasst mir noch ein Like da. Ciao, ciao.